Schön, dass du gedacht hast, eine neue Folge hier in Minecraft. Heute geht's ran, dass wir eine Geheimagentenbasis bauen. Von der Serie Tough Puppy, vielleicht hast du die schon mal gesehen. Ist ja ein bisschen von den Machern von, ja, Wenn Elfen helfen, ne, mit Cosmo und Wanda und Timmy. Und da dachte ich mir, hey, das ist eine schöne Serie. Da habe ich mir ein paar Folgen mal angeguckt und dachte mir, hey, der Tower, der gefällt mir ganz schön. So Tough Puppy, der passt gut in unsere Stadt rein. Von daher würde ich sagen, Blöcke in die Hand, auf geht's! Wir holen uns dann erstmal für den Start ein paar, ja, polierte Andesit-Blöcke, Treppen und Stufen sind dabei, dann ein bisschen hellblauer Beton, Dorit-Mauern holen wir uns raus, blauer trockener Beton ist heute mal dran, dann ein paar Steinziegelmauern, eine Steinstufe und weißer Beton. So, zuallererst klären wir wieder einmal den Umriss, den wir genau brauchen für unser Gebäude, und zwar von der Länge her 30 Blöcke brauchen wir und von der Breite 21 Blöcke. Solltet ihr euch so ein bisschen unter das Maß nehmen, weil das ist genau, sag ich mal, jetzt von der Plattform von unserem, ja, Tough Puppy Tower. Und da würde ich mal sagen, fangen wir gleich mal an. Ich nehme jetzt erstmal ein paar polierte Andesit-Stufen. Wir machen jetzt erstmal die Länge. Da setze ich mir vorne jetzt erstmal zwei Stufen hin. Und dann nehme ich mir gleich die Blöcke und ziehe mir jetzt 28 weitere Blöcke, denn wir haben jetzt eine Länge von insgesamt 30 Blöcke, das heißt zwei Stufen und 28 normale Blöcke hier von unseren Andesit. Von der Breite her haben wir dann 21 Blöcke. Ha, machen wir heute ein bisschen einfacher hier das Zählen. So, 21 Blöcke mal schnell langgezogen. So, nach vorne geht es dann auch wieder. Insgesamt 28 Blöcke. Und die letzten zwei sind dann Stufen. So, die vorderste Reihe können wir dann hier wieder miteinander verbinden. Auch halt mit Stufen ganz einfach. Dann setzen wir hier einfach mal eine Blockreihe hin. Dahinter können wir jetzt ganz einfach eine weitere Stufenreihe uns hinsetzen. So, dass jetzt aber an der Seite der eine hier frei ist. Können wir uns hier die ganze Stufenreihe einmal langziehen. Danach würde ich mal sagen, können wir hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere, ja, polierte Andesit-Blöcke hier einmal platzieren als Plattform. Sobald wir dann die Plattform hier zugezogen haben, lassen wir die Seite natürlich nochmal so offen. Denn da wollen wir jetzt einmal unsere Treppen ransetzen. Und zwar die erste Treppe machen wir so, dass sie sich hier auch aneckt. Danach können wir die hier einfach mal ringsrum ziehen. Auf der anderen Seite machen wir genau das gleiche Spiel. So, hier bei unserem ersten Block machen wir die Treppe so ran, dass sie hier einfach aneckt. Sobald wir das geschafft haben, kommen wir jetzt einmal dazu, ja, würde ich sagen, nochmal uns etwas vorzuziehen. Und zwar können wir jetzt hinter unseren Treppen nochmal eine weitere Blockreihe uns platzieren. Das ist eigentlich ganz wichtig, das machen wir mal. Sobald wir dann natürlich hinter unseren Treppen jetzt eine Blockreihe haben, nehmen wir einmal jetzt erstmal unseren blauen trockenen Beton zur Hand. Und zwar fangen wir jetzt einfach mal hier an bei der Ecke, die, sag ich mal, jetzt hier vor unserer Plattform ist. Da können wir jetzt hier komplett auf unsere Blöcke, die wir jetzt darauf gezogen haben, unseren blauen Beton einmal ziehen. Und den machen wir auch auf eine Höhe von insgesamt 9 Blöcke. So, ich ziehe erstmal hier lang und dann zählen wir mal. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 Stück insgesamt. Das ziehen wir hier hoch. Sobald wir uns das jetzt hochgezogen haben, geht es nochmal auf die Vorderseite. Das wollen wir natürlich jetzt auch nochmal zuziehen mit unserem trockenen Beton. Aber bevor wir dazu kommen, nehmen wir erstmal unseren hellblauen Beton und wollen unsere Türen uns hier ein bisschen machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach von der Seite aus und zählen mal 1, 2, 3. Ab dem vierten können wir uns hier so einen Dreier machen. Einen freilassen, nochmal so einen Dreier. Und oben so einen Einer. Diesen Türbogen machen wir jetzt insgesamt zweimal und lassen zu jedem Türbogen eine Blockreihe Platz. So, und noch ein drittes Mal machen wir das Ganze hier. Zack, wunderbar. Und sollten hier auch nochmal so drei Blöcke haben. Sobald wir das haben, können wir jetzt unseren trockenen Beton hier einmal nehmen und hier den Rest einfach mal zuziehen hier, bis wir auch hier wieder eine Höhe von insgesamt 9 Blöcke haben. Sobald wir denn hier vorne das auch noch zugezogen haben, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen, ich werde mir diesen Tower mal nicht einrichten, weil man durch diese Folgen von Tough Puppy nicht wirklich gesehen hat, wie es eingerichtet ist. Die haben es immer wieder, ja, anders gezeichnet. Ist halt eine schöne Cartoon-Serie, wie man sie kennt. Von daher werde ich mir das wieder ein bisschen Deko bauen. Und daher setze ich mir hier natürlich meine Dorit-Mauern einfach mal beispielsweise als Türen rein. Du kannst natürlich dir auch gerne halt eine große Tür reinbasteln. Da hast du oben eine umgedrehte Treppe und eine Türchen rein. Und dann kannst du es auch benutzen. Aber falls du es natürlich nur als Deko nimmst, empfehle ich dir ganz einfach, die Mauern reinzusetzen. Und fertig. So, wir bleiben nochmal bei unseren hellblauen Beton und wollen uns jetzt hier vorne noch, sage ich mal, ein paar Säulen und zeichnen. Da richten wir uns am besten einfach hier von der äußersten Tür mal aus und denken uns jetzt hier mal so einen rechten Winkel. Und zack, einen weiter hier beim rechten Winkel setzen wir dann uns hier erstmal den ersten Gruppe hin. Dann gehen wir hier zwei Blöcke nach vorne und dann einen hier wieder zur Seite weg. So in etwa. Das ist jetzt die Vormarkierung für unsere Säulen. Machen wir nochmal hier. Also einen rechten Winkel hier rein, zack, einen Block weiter. Haben wir den schon mal. Gehen nochmal zwei Blöcke nach vorne und einmal nach außen. Ne? So, dann haben wir hier unsere Säulen schon mal markiert.
Auf unseren Säulen setzen wir jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4 mal unsere Mauern. So, das machen wir bei allen Vieren, die wir hier haben. Und ganz oben drauf, nachdem wir dann natürlich unsere Mauern haben, könnt ihr nochmal einmal hellblauen Beton euch einmal platzieren. Und sobald wir auch den Beton hier haben, kommen wir jetzt einmal zu unseren Steinstufen. So, wir fangen erstmal bei der äußersten Säule an, dass wir uns hier erstmal ringsrum überall unsere Steinstufen einmal platzieren. So, wir machen das immer gleich mal synchron, sparen uns die Arbeit, das dann nochmal im Nachhinein hier nochmal zu erklären. So, zack, wunderbar. So, dann machen wir da gleich die nächste Plattform ran. Und zwar gehen wir jetzt hier in der Mitte einfach mal zwei nach hinten weg und hier an der Ecke mal eins zur Seite weg. Und dann machen wir uns auch wieder hier so ein 3x3 Feld, was wir ja an sich ja hier haben. Ja, wir können, sehen es ja nochmal hier, wir haben hier so ein 3x3 Feld. Das machen wir noch einmal. So, bei der Mitte gehen wir hier zweimal nach hinten, eins zur Seite und dann können wir uns hier, zack, unser 3x3 Feld zeichnen. Danach müssen wir nur noch die Mitte einmal verbinden. Da richten wir uns hier mal von der hinteren Säule aus. So, ziehen wir das hier einmal so lang, ne, bis zur Säule. Und nach vorne würde ich das Ganze auch, wir haben ja, sag ich mal, ein 3x3 Feld. Das heißt, hier würde ich das auch Minimum auf eine Dicke von 3 machen, ne, was wir hier haben. So, darauf können wir jetzt komplett einmal unseren weißen Beton platzieren. Und jetzt müssten wir uns nicht so viel Arbeit machen, sondern einfach nur so, dass wir einfach am Rand überall unsere weißen Betonblöcke haben. Ja, die Mitte können wir ruhig offen lassen, weil darauf setzen wir jetzt hier nochmal unsere Steinstufenschicht. Also das sieht man ja gar nicht, dass wir hier nicht die komplette Fläche ausgefüllt haben. Und soweit wir es denn hier auch geschafft haben, wird es erstmal Zeit, das Blockmaterial wieder zu wechseln. Um weiterzubauen, holen wir uns jetzt mal nochmal blauen Beton raus. Jetzt natürlich die feste Version, also nicht die trockene Version, sondern die feste Version. Nochmal den blauen Beton, der bleibt immer noch dabei. Dann nehmen wir uns violettes Glas raus. Dann holen wir uns ein paar Steinziegelmauern wieder raus, die wir ja schon hatten. Jetzt aber noch davon die Treppen und Stufen. Dann holen wir uns noch ein paar Eisengitter raus und die Purpurtreppe. Kommen wir erstmal zu unserem blauen Zement. So, hier oben setzen wir jetzt erstmal eine, ja, gehen wir ein bisschen einmal hier nach innen, sodass wir, sag ich mal, unseren trockenen Beton hier einmal so überstehend haben. Und ich würde mal sagen, das Ganze machen wir gleich auf eine Zweierhöhe. Also hier blauer Beton, hier einmal ringsrum ziehen. Und dann würde ich noch sagen, nachdem wir das hier so ringsrum gezogen haben, dass wir nochmal das Ganze noch einmal nach innen setzen. Und zwar, dass wir hier so eine kleine Plattform machen. Und zwar so, dass wir auf jeder Seite insgesamt so eine Dreierfläche haben. Sobald wir unsere Dreierfläche hier auf jeder Seite haben, geht es jetzt daran, dass wir von Tough Puppy jetzt jeden einzelnen Buchstaben machen. Wir fangen jetzt erstmal mit 2F an. Wir beginnen hier auf der Vorderseite. Ich lasse mir jetzt einmal blauen Beton hier frei und setze mir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hier von unserem blauen Beton hier einmal hin. Und nochmal zwei nach hinten, dass wir an der Seite 3 haben. So, das machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 15 Blöcke. Den ziehen wir schon mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, dann können wir das Ganze hier mal auf 15 Blöcke hochziehen. Sobald wir es dann soweit oben haben, können wir oben die letzten drei Blöcke, zack, hier mal so eine Strebe lang ziehen. Und zwar richten wir uns hier so ein bisschen von unserer blauen Betonreihe, die wir hier unten haben. Das wollen wir mal nicht weiter ziehen, als wir die jetzt hier so haben. Müssen wir mal so gucken, Pi mal Daumen. Ja, wunderbar, passt. So, dann machen wir hier unsere Dreierstrebe hin. Diese Dreierstrebe wollen wir dann aber auch nochmal nach hinten ziehen. Und auch hier achten wir drauf, dass wir nicht über unseren blauen Beton gehen. So, gucken wir mal, ob wir hier schon sind. Mal nach oben gehen. Ja, wunderbar, passt perfekt. So können wir dann auch nochmal zur anderen Seite gehen und das hier miteinander einfach mal verbinden. So, sobald wir das dann rübergezogen haben zur anderen Seite, haben wir ein schönes Viereck erreicht. Und auf der Rückseite wollen wir auch nochmal uns so ein F schon mal setzen. Also da jetzt schon mal diesen Strich schon erstmal ziehen. Jetzt setzen wir komplett hier einmal dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Und nochmal zwei nach hinten, dass wir hier 3 haben. So, den können wir hier auch einmal komplett nach oben sehen. Und ihr seht, das geht hier perfekt auf. Wunderbar, genau in der Ecke. Und den Rest einfach mit nach oben. Sobald wir es denn jetzt hier hochgezogen haben, wollen wir unser F natürlich jetzt auch vervollständigen. Wir fangen hier oben an, von unserer Strebe mal zu zählen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 können wir unsere Blöcke hinsetzen. Also 4 Blöcke Platz lassen, denn so eine Dreierstrebe mal hin. Die ziehen wir auch wieder zur Seite. Nur diesmal lassen wir die natürlich nicht so lange jetzt überstehen, wie wir die oben haben. Oh, wir müssen mal kurz gucken. So, hier müssten wir noch insgesamt 3 Blöcke haben. Wunderbar. Also 3 Blöcke kürzer, als wir das hier oben haben, ziehen wir uns das einfach mal. So, andere Seite auch. Also 1, 2, 3, 4. So, ab 5, 6, 7 können wir hier unsere Dreierstrebe hinsetzen. Ziehen das zur Seite und sollten so um die 3 Blöcke hier noch überstehen haben. Ja, wunderbar, das passt. Und dann ziehen wir auch hier unsere Strebe hin. So, und weil wir da ja, sag ich mal, noch unsere Glasfenster ja, sag ich mal, hier reinsetzen, müssen wir das Ganze ein bisschen dicker bauen. Zum Beispiel hier oben bei unserer Strebe, da würde ich euch empfehlen, einfach
noch eine weite Reihe oben wie unten nochmal hier so ein bisschen dicker machen. Die mittlere Strebe braucht ihr nicht zu machen, weil ich sag mal, das sieht man dann sowieso nicht mehr. Also spart ihr euch dann einfach hier die Arbeit, diese Mitte einfach auch noch ein bisschen dicker zu bauen. Das braucht ihr nicht. Nur oben und unten hier einmal. Wer möchte, kann natürlich auch hier nochmal das ein bisschen dicker bauen, dass man, sag ich mal, wenn wir das Glas setzen, da einfach mal komplett glatt dran ist. Würde ich hier vorne auch nochmal machen. Damit ihr gleich mal das seht, wie ich das meine, setzen wir auch gleich mal unser Glas rein. Und das Glas setzen wir natürlich jetzt hier bei der weiteren Strebe hin. So, jetzt lassen wir vorne eine Blockreihe hier so ein bisschen überstehen. Wir können das Glas hier mal ransetzen. Und das sollte perfekt halt hinter unserer Strebe hier oben sein. Wunderbar, das passt. So, hier auch einfach gleich glatt ran. Und hier zur anderen, ups, einen können wir noch mehr. Ja, ziehen wir das hier so lang, dass an sich immer hier eine Blockreihe übersteht. Wir haben jetzt hier eine Seite 2. Das hat einfach dazu tun, dass jetzt hier unser einer Buchstabe natürlich ein bisschen anders gesetzt ist, damit das alles passt. Das heißt, nur hier haben wir, sagen wir jetzt, einen Zweier frei. Das gleicht sich aber aus mit der nächsten Etage. Das werdet ihr dann gleich sehen. So, danach können wir dann hier unsere ganzen Glasblöcke einmal komplett bis nach oben ziehen. Dann gucken wir uns das noch einmal nochmal an. So sieht das natürlich jetzt aus, wenn wir unsere Glasblöcke hier einmal verbaut haben. Wer möchte, kann sich das natürlich gerne noch einmal verkleiden, so wie ich es jetzt hier drüben habe. Da habe ich einfach nochmal violetten Beton genommen, wieder hintergesetzt. Dann sieht das einfach noch ein bisschen besser aus wie das Original. Halt einfach dann nochmal die ganzen Glasblöcke verkleiden, wenn man möchte. Man kann es natürlich auch gerne ruhe lassen, aber es sieht einfach ein bisschen besser aus, ne, wenn man sich dann noch ein bisschen verkleidet. So. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich sagen, machen wir gleich mal das nächste Stockwerk drauf. Das wird jetzt auch wieder ein F werden. Das heißt, wieder unseren hellblauen Beton zur Hand. Wir fangen jetzt auch wieder genau hier auf der Strebe von unserem F an. Lassen jetzt eine Blockreihe überstehen. Und wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also genau die gleiche Länge. Und Dicke machen wir auch hier einfach mal auf 3. So, Rückseite könnt ihr es auch gerne machen. Auch hier eine Blockreihe überstehen lassen. Dann setzen wir uns insgesamt 6 Blöcke hin. Und nochmal 2 nach hinten, dass wir hier 3 haben. So, das machen wir uns jetzt aber auf eine Höhe von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also 12 Blöcke hoch, ziehen wir uns jetzt erstmal hier die Strebe. Sobald wir dann hier unsere 2 Streben oben haben, kommt genau das gleiche Spiel, wie wir das jetzt hier haben. Das heißt, die erste Strebe, die wir jetzt hier komplett einmal langziehen, wird jetzt hier wieder unsere letzten 3 Blöcke sein von oben gesehen. Die ziehen wir jetzt wieder nicht weiter, als wir, sage ich mal, das jetzt hier schon haben. Aber diesmal können wir es einfach nicht falsch machen, denn wenn wir jetzt einfach mal hier hinten das einmal nach vorne ziehen, seht ihr schon, wo sich, sage ich mal, die beiden treffen. Ne? Und das ist dann, sage ich mal, der Schlussstrich. So, auf der anderen Seite machen wir genau das gleiche Spiel. Hier die letzten 3 Streben. Zack, ziehen wir mal zur anderen Seite. Sobald wir das denn zugezogen haben, ziehen wir jetzt noch eine weitere Strebe, damit man auch erkennt, dass es ein F ist. Nur diesmal lassen wir statt 4 Blöcke nur insgesamt 1, 2, 3 Blöcke Platz. Ne? Bevor wir, sag ich mal, hier unsere Strebe hinziehen. Der Abstand jetzt aber hier wieder zu unserer Strebe ist genauso wie unten, dass wir jetzt hier auch so um die 3 Blöcke überstehen lassen. So, zack. Ja, 3 Stück. Und dann haben wir das hier auch fertig. So, auf der anderen Seite dann auch nochmal. Also oben so 3 Blöcke Platz lassen. Dreier Strebe dann hier einmal reinziehen. Natürlich wieder hier einmal zur Seite. Und danach, nachdem wir die Strebe hier haben, gucken wir nochmal. 1, 2, 3. Na, eine Reihe wieder weghauen. Okay. So, dann passt das hier. Bevor wir jetzt unsere Glasblöcke reinsetzen, machen wir auch hier wieder, dass wir oben wieder uns eine Strebe nochmal ein bisschen dicker bauen. Hier einmal oben wie unten. Und wenn wir das haben, machen wir auch wieder hier einfach, würde ich sagen, zack, dass wir hier einfach bei unserem F die Ecke hier einfach nochmal ein bisschen dicker machen. So, auf beiden Seiten überall nochmal hier so ein Ding ran. Sieht einfach ein bisschen schöner aus, wenn wir natürlich dann das Glas da einmal reinsetzen. So, und dann schauen wir da auch nochmal rauf, wie das jetzt aussieht, wieder mit den Glasblöcken. Ne, ist jetzt ein bisschen kleineres F, aber das ist ja auch, sage ich mal, so in der Serie. Ja, sieht auch gut aus. Wer möchte, kann es wieder verkleiden oder ihr macht es halt ganz zum Schluss. Würde ich eigentlich eher mehr empfehlen, wenn man es am Ende verkleidet. Ne, dann hast du gleich einen kompletten Durchgang. So, jetzt geht es wieder weiter mit den nächsten Buchstaben. Jetzt machen wir ein schönes U. Das heißt, wieder unseren hellblauen Beton zur Hand. Wir lassen jetzt auf der Vorder- und Rückseite jeweils eine Blockreihe überstehen und an der Seite einen Block. So, dann ziehen wir uns hier mal so eine Strebe hin. Wir machen es gleich mal synchron auf der anderen Seite mal mit. So. Sobald wir das haben, würde ich mal sagen, gehen wir mal noch 2 nach hinten, sodass wir hier wieder eine Dicke haben von insgesamt 3. So, andere Seite auch. So, nochmal 2 nach hinten weg. Wunderbar. Jetzt wollen wir noch einmal das Ganze einmal überstehen lassen. So. Ich mache mir auch das gleich, sodass es hier so ein bisschen dicker ist an der Seite. Ne? So, das machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 10 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 Blöcke an sich hoch. Sobald wir denn, sag ich mal, hier unsere 10er Streben so nach oben gezogen haben, wollen wir die auch ein bisschen dicker machen. Aber jetzt nur von der Vorder- und Rückseite. Insgesamt machen wir die auf eine Dicke
von 5 Blöcken. Die Dicke können wir dann hier auch einmal schön einmal so darstellen, also hier mal schön ausfüllen, ne, dass wir insgesamt 5 Blöcke haben. Und oben könnt ihr es auch so machen, dass wir hier so eine Dreierfläche haben. Ne, so könnt ihr euch das hier einmal so ein bisschen langziehen. Sobald wir das dann soweit haben, ne, auf jeder Seite hier unsere 10er Flächen auf eine Länge oder Breite halt von 5 Stück, die wir hier haben, achten wir darauf, dass wir hier unten das Ganze einmal so miteinander verbinden, dass wir hier an sich eine Dreierfläche haben. Und an der Seite machen wir jeweils nochmal hier so einen kleinen Knubbel hin, dass wir insgesamt hier in der Mitte nur 4 noch haben. So, an der Seite gucken wir auch. Ne? Erstmal machen wir das hier auf eine Dreierhöhe. Oh, Dreierhöhe. Und an den Seiten jeweils nochmal so einen kleinen Knubbel, dass wir hier noch 4 haben. Danach wollen wir das Ganze auch hier wieder ein bisschen dicker bauen, sodass wir insgesamt jetzt, ja, sag ich mal, Vorder- und Rückseite jetzt nicht eine Dreierfläche haben, sondern einfach nur so eine Zweierfläche. Weil bei der Zweierfläche wollen wir dann auch gleich noch unsere Glasblöcke einmal platzieren. Die sollen dann nicht so in der Luft rumschweben und das sieht ein bisschen besser aus, wenn man, sag ich mal, das so macht, dass die, sag ich mal, dann hier mit eingebaut sind, ne? Gut, dann haben wir hier schon mal unser U von der Vorder- und Rückseite. Jetzt wollen wir es natürlich noch von den Seiten machen. Da wollen wir einfach hier auch hier wieder diese Dreierstrebe von oben einmal machen, dass miteinander einfach von vorne nach hinten verbunden ist. Und bei unserer Dreierstrebe, die wir machen, achten wir auch wieder darauf, dass wir oben wie unten auch hier wieder einmal das ein bisschen dicker machen, dass es hier auf eine Zweier dicker an sich ist. Andere Seite auch nochmal. Und sobald wir es haben, können wir dann gleich mal wieder unsere ganzen Glasblöcke verbauen. Und zwar bei der Vorderseite machen wir das Ganze hier einfach, ja, bei der zweiten Reihe hier einfach, dass wir hier unsere Glasblöcke uns platzieren können. Gleiches Spiel auch hier. Wir lassen unten eine Reihe Platz und dann könnt ihr das hier einfach mal komplett bis nach oben hier einfach mal das Glas ziehen. Ja, Rückseite genauso, ne? Hier bei der zweiten Reihe kommen die Glasblöcke hin und andere Seite auch. Zack, dass wir hier noch eine Reihe überstehen haben. Natürlich gucken wir uns auch nochmal hier an, wie das beim U aussieht, wenn das Glas komplett hier einmal nach oben gezogen ist. Ne, das sieht doch alles gut aus. Wunderbar. Dann kommen wir jetzt auch schon, um die letzte Ebene zu machen. Und zwar natürlich noch das T von unseren Tough Tower, ne? Das heißt, wir nehmen wieder unsere blauen Betonblöcke und können das jetzt hier einmal über unserer freien Fläche von unserem U einmal hier langziehen. Dann haben wir hier eine Länge von 6 Blöcke an sich. Und die machen wir auf eine Höhe von insgesamt 9 Blöcke. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 Blöcke an sich können wir das hier einmal hochziehen. Und sobald wir es dann auf Vorder- wie Rückseite haben, unsere 6er Fläche hier von der 9er Höhe, können wir das jetzt ja einfach ganz einfach machen wie so ein T. Das heißt einfach, wir ziehen hier oben nur noch die letzte Dreierreihe hier einfach mal zu beiden Seiten lang. Und das dann auch noch einmal nach hinten einfach mal. Sobald wir es dann geschafft haben, um die letzte Dreierfläche uns hier einmal lang zu ziehen, können wir oben die letzte Fläche hier einfach mal komplett zuziehen mit unseren Blöcken. Und sobald wir es dann zugezogen haben, kommen wir noch einmal dazu, hier innen drin unten noch einmal eine weitere Fläche uns lang zu ziehen, bevor wir dann noch das Glas uns einmal reinsetzen. Tja, und dann heißt es, Glasblöcke nehmen und hier einmal komplett so das langziehen, dass wir jetzt aber wirklich auf jeder Seite halt nur eine Blockreihe noch so überstehen haben. Und das können wir dann oben, ja, hier auf unserer zweiten Reihe dann einfach zusammenstoßen lassen, ne? Und sobald wir dann hier einmal das Glas reingesetzt haben, gucken wir uns es noch einmal ringsherum an, ne? Man sieht ganz gut, also wenn man sich verkleidet, dann sieht man ja diesen Innenraum ja nicht, wie wir das jetzt, sag ich mal, hier überall so ein bisschen dicker gebaut haben, ne? Also von daher wäre es gar nicht mal so verkehrt, wenn man sich dann verkleiden würde. Na gut, kommen wir jetzt noch zum letzten Teil, und zwar die Antenne oben uns zu platzieren. Wir suchen uns erstmal die Mitte raus. Die Mitte ist ganz einfach, wir haben hier jetzt eine Zweier Mitte, so, ich fliege jetzt hier mal hin, setze mal einfach mal so ein Vierer hin. So, von der Seite müssen wir auch nochmal gucken, wo wir hier die haben. So, jetzt habe ich hier 6 Blöcke, habe hier 6 Blöcke, ha, perfekt. Dann haben wir hier schon mal unsere Vierer Mitte gefunden. Na gut, wir haben dann, sag ich mal, jetzt hier unsere Mitte gefunden, unsere Vierer Fläche hier. So, von der aus richten wir uns jetzt einfach mal immer schräg zu den Seiten. Ich nehme jetzt mal einfach meine steinzige Mauer, um euch das mal zu zeigen. So, ich setze jetzt hier einfach so schräg 3 Mauern hin. Und ab der dritten geht's los. Das können wir schon gleich mal ein Zweier machen. So, andere Seite auch. So, ab dem dritten Schrägen hier. 1, 2, 3. Setzen wir hier einfach mal 2 Mauern hin. Da gucken wir dann so, dass wir die Mauern, eigentlich denn darauf die Treppen uns setzen. Die Treppen haben denn den Rücken immer zur Mitte. Zu unserem Tower. Andere Seite auch. Und dann machen wir davon schräg einmal hier eine Stufe. Immer schräg von unserer Treppe. Sobald wir dann die Stufen haben, können wir auf die Stufen wieder 1, 2, 3 weitere Mauern uns einmal ziehen. So, jede Seite hier 3 Mauern drauf. Sobald wir es haben, kommt wieder das gleiche Spiel. Dann wieder einmal die Treppen rauf. Und schräg von unserer Treppe kommt dann wieder hier einfach einmal die Stufe hin. So,
So, dann geht wieder das nächste Spiel los. Jetzt setzen wir 1, 2, 3, 4 Mauern drauf. Also wir gehen immer eine Mauer höher als ja, wieder vor waren. Damit sage ich, da sich so eine leichte Steigerung entwickelt. Und auch hier bei der letzten Etage, zack, setzen wir wieder einmal unsere Treppen einmal hin und können dann hier auch wieder schräg davon einfach mal unsere Stufen platzieren. Und jetzt haben wir hier schon so eine Viererfläche. Darauf platzieren wir dann nochmal unsere Eisengitter. Ich würde sagen, zwei Reihen von unseren Eisengitter, die reichen da völlig aus. Und ganz oben nochmal so, zack, setze ich mir eine weitere Stufenreihe hin. Jetzt nehmen wir nochmal unsere Mauern zur Hand und fangen unten an. Und naja, zum einen können wir hier unsere Vormarkierung mal wegmachen. Und danach würde ich sagen, setzen wir uns hier noch so eine Strebe einfach mal rein. Wir lassen unten einfach eine Reihe Platz. Dann setzen wir uns hier einfach eine Mauerreihe hin. Und von jeder Mauerreihe, die wir dann, sage ich mal, noch höher setzen, lassen wir immer so um die zwei Blöcke Platz. Also 1, 2, hier wäre dann die nächste Reihe, die wir uns hier lang ziehen. Dann wieder 1, 2 und hier wieder die nächste. 1, 2 und hier die letzte. So, dass wir insgesamt halt 4 Mauerstücke hier uns einmal hier zu jeder Seite einmal lang ziehen. Und sobald ihr, sag ich mal, die erste Reihe habt, könnt ihr euch da gleich mal einmal von richten. Ne, und immer gucken, wo ist sie. Und jetzt ziehen wir uns das hier so lang. So, dann haben wir unsere Antenne schon so gut wie fertig. Fehlen noch ein paar Sachen. Und zwar sind daran noch weitere Satellitenschüssel angebracht. Die sind relativ einfach. Die könnt ihr euch zeichnen, wie ihr wollt. Ich würde mal einfach mal zweimal Mauern mir hinsetzen. Naja, vielleicht doch lieber nur eine Mauer. So, eine Mauer einfach irgendwo ran. Und dann setzen wir hier einfach so eine ganz normale Popo-Treppe hin. An den Seiten würde ich die immer so ein bisschen ankanten. Ne, man muss es nicht machen, aber es sieht einfach ein bisschen besser aus. Und dann kann man sich hier, sag ich mal, seine Satellitenschüsse hier machen. Und davon verteilen wir uns so um die 4 Stück. Ne, die kannst du dir in jede Richtung machen, wie du möchtest. Oh, machen wir dann nochmal eine. Einfach mal hier ran, Treppe ran. Und ihr seht, weil wir die Treppe daran machen, wird das auch gleich glatt. Ist dann schick. So, noch ein paar umgedreht hier einfach mal ran. Wunderbar. So um die 4 Stück würde ich euch einfach mal empfehlen, die ihr euch dann hier so ein bisschen ranbastelt. Ja, wir haben hier vorne noch eine hin, hier oben so ein bisschen. Einfach noch ein paar verteilen. Gut ist. Unser Tower von Tafabi steht jetzt. Wir haben eine Agentenbasis in der Stadt. Besser kann es ja nicht laufen. Mal gucken, was wir als nächstes bauen. Aber ansonsten bedanke ich mich für immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln und dann haust rein. Und tschüss.